It finally happened. I got hit with one of those famous pyro solar flares, and the cutter has frankly, well, not been herself. But by good fortune of the Banu god of backwaters, I found this marketplace. Ah, my good man. Do you happen to have a power coupling for a... Ooh. Are those Vandal parts? Now, tell me, are those Esperia replicas, or are they the real deal? You like to walk on the wild side, man? I can dig it. I can assure you, these parts... Whoa. Are you recording this, man? No, it's not what you think. Whoa, not cool, man. Whoa, not cool. But I'm super cool. It's okay, I'm cool. I am cool. Ja, und damit ganz, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Show zum vierten Tag der Intergalactic Aerospace Expo mit den Alien-Herstellern. Und wie ihr gerade schon gesehen habt, in diesem kurzen, aber doch sehr knackigen, Video von CRG, wie nennt man sowas eigentlich? Ein Showcase, ja, mehr oder weniger, also mit Jax halt, war eine Banu Merchantman genau hinter ihm. Schaut euch einmal an, seht hinten die Triebwerke und rechts ein bisschen was vom Flügel. Leider steht die Merchantman aber nicht auf der Messe, aber über die reden wir gleich noch ein bisschen. Wir haben heute nämlich gleich vier Hersteller, alle vier Alien-Hersteller quasi auf einen Schlag, denn die haben einzeln einfach nicht genügend Schiffe, also dass es sich lohnen würde, da für jeden einen einzelnen Tag zu machen. Irgendwann kommt das vielleicht mal zustande. Wir beginnen mal kurz mit Aupo. Da haben wir die Kartual. Das ist ein Scouter, ein kleiner Jäger, mehr oder weniger. Leicht bewaffnet, ist nicht allzu stark, aber ist extrem gut zu fliegen. Unbedingt ausleihen, unbedingt testen. Das Krasse hier ist nämlich, er hat diese vier Haupttriebwerke in solchen Kugeln, die sich drehen können. Und das heißt, er kann quasi, egal welche Richtung er fliegt, immer die Schubleistung der Haupttriebwerke mitnehmen. Wenn ihr quasi nach oben fliegt, habt ihr 50% der Hauptantriebsleistung für dieses Manöver. Nach unten auch 50%, nach links auch 50%, nach rechts auch 50% und geradeaus halt 100%. Das merkt man krass. Dieses Schiff, kann ich euch mal ganz kurz hier zeigen, Aupo, warte mal, da ist die Kartual, hat die krassesten Manövrierwerte, die es gibt. Sie dreht sich links und rechts oder hoch und runter mit 70 Grad pro Sekunde. Da gibt es kein anderes Schiff, was auf diesen Wert kommt. Sehr, sehr geiles Ding. Dann haben wir die Nox, ein Hoverbike, ein wundervolles Hoverbike für eine Person. Kommt nicht ganz an die Drake Dragonfly ran, weil da ist noch ein zweiter Sitz, aber sie ist um einiges schneller und auch ein bisschen wendiger und ist eigentlich ziemlich mobil, also macht auch riesengroßen Spaß, auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Dann haben wir noch die Santok, die ist sehr ähnlich, wie ihr schon am Bild seht, wie die Kartual, ist quasi im Prinzip eine Kartual in stärker und kostet auch gleich mal eine Ecke mehr, ne, $50, ist aber noch Concept, hier ganz, ganz wichtig, also ist noch nicht flugfähig, damit wird man quasi auch diese runden Triebwerke haben, hier seht ihr sie, ne, die man eben auch so schwenken und drehen kann, aber mehr Feuerkraft als Kampfschiff letztendlich. So, dann machen wir erstmal Gattek, das ist ganz schnell abgehakt. Da gibt es hier die Gattek Raylan, der Alien-Hersteller wurde ja vor, weiß gar nicht mehr, vor anderthalb Jahren oder so neu vorgestellt. Das ist eine Art Hull, nur halt in Alien-artig, so ein großes X. Ich habe hier auch nochmal für euch, das ist die Warbound-Tabelle, warte mal, wo habe ich es hin? Da ist es, glaube ich, genau. Das ist die Gattek Raylan, hier mal kurz im Detail, extra nochmal rausgesucht. Da haben wir hier diese verschiedenen Decks, also das ist wirklich ein großes Schiff, das ist kein kleines. Wir haben hier das Oberdeck mit der Brücke, wir haben hier unten die Living Quarters und hier noch so eine kleine Zwischenebene, also drei Decks insgesamt. Und die Fracht befindet sich eben außen am Schiff dran in diesen rechteckigen Containern, wo ich immer noch folgende rein physikalische Frage habe. Die SCU-Boxen sind ja Würfel. Wie kann ich Würfel in ein solches Dreiecksgebilde reinkriegen, ohne dass ich dort irgendwelchen Platz verschwende? Ich glaube, rein physikalisch ist das unmöglich. Aber das werden wir dann auch sehen, wenn das Schiff irgendwann mal flight-ready wird. Sie ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe noch das zweite Bild hier.
Das zeige ich euch gleich. Achso, genau, das wollte ich noch zeigen. Hier, der Grafflev. Wir haben hier einen Aufzug, mit dem man quasi das ganze Schiff durchfahren kann. Der fährt also hier so schräg durch die verschiedenen Decks durch und kann dann da im Prinzip die Crew quasi rein und rausbringen. Und Docking gibt es auch noch, Geschütztürme gibt es, dicke Schilde. Wir haben noch das Bild hier. Und da sehen wir nochmal oben die verschiedenen Details davon. Also, wir haben 53 Meter lang, 52 Meter breit und 67 Meter hoch. Das ist also quasi wie ein Würfel. Und wir haben 320 SCU Kapazität, eine Crew von 4. Das liegt an den Geschütztürmen vor allem, dürfte aber auch halbwegs noch solo funktionieren. Wir haben ansonsten eigentlich Medium-Komponenten. Das Schiff ist ja auch quasi medium-groß, aber wir haben 2 Large-Schildgenerator. Das ist geil. Das heißt, dieses Medium-Schiff hat quasi die gleichen Schilde wie eine Carrack oder wie eine Hammerhead oder wie eine Redeemer. Ist also ein wirklich krasser Tank. Und das ist auch wichtig, denn die Fracht würde ja sonst beschädigt werden ohne Schilde. Und wir haben 2 Modi, ne, der normale Flugmodus in diesen X quasi und der Landemodus, wo das dann so zusammenklappt. Das haben ja alle Alien-Schiffe so ein bisschen an sich. Und was eben der Vorteil ist gegenüber der Hull-Serie, sie kann eben in voller Montur landen. Die Hull-C kann es ja nicht, aber gut, die Hull-C ist auch nicht wirklich der kompetitive Gegenpart. Es wäre eher die Hull-B. Und bei der Hull B wissen wir noch nicht, ob die tatsächlich mit Fracht landen kann oder nicht. Da bereden wir dann am MISC-Tag aber gerne nochmal im Detail. So, könnt ihr euch holen. Wie gesagt, ist noch im Konzept und müsst noch einige Zeit darauf warten. Das Ding hat, glaube ich, kaum Priorität. Leider, leider, leider. Aber so ist es nun mal. So, dann haben wir die Banu, die nächsten Aliens. Achso, ehe ich es noch vergesse. Die Aopo sind quasi Xian-Schiffe. Ja, das sind von der Alien-Rasse Xian, Getek im Prinzip auch. Also Getek ist auch Xian, Alien-Rasse, nur halt ein anderer Hersteller. Die Banu wiederum sind eine eigene Alien-Rasse und da ist es anders als bei den anderen, denn hier ist es so, dass die Schiffe tatsächlich wie geschenkt werden oder verkauft werden von den Banu. Das ist so eine große, hochgewachsene Alien-Händler-Rasse. Und die haben jetzt aktuell nur 2 Schiffe für uns, nämlich die Banu Defender, die auch schon lange kostenfrei flugfähig ist und im Prinzip eine Art Beiboot zur Merchantman ist. Ein recht netter Jäger, recht groß, ein Size-2-Schild für 2 Personen, wir haben so ein Doppelcockpit. Auch mal ausprobieren. Kleiner Hinweis, die Waffen, die hier standardmäßig drauf sind, sind absoluter Ultramüll. Also damit kriegt ihr nichts tot. Ihr habt, glaube ich, nicht mal 300 DPS, das kann sogar knicken. Aber man kann die Waffen ja zum Glück auswechseln, leider nicht bei den gemieteten Schiffen. Also da, testet es einfach mal aus, ihr werdet merken, was ich meine. Und wir haben die Banu Merchantman. Da haben wir im Stream ein Special zu gemacht, guckt euch das gerne mal an heute Abend, wenn der Stream dann online geht. Da ist CRG aktuell dabei zu überlegen, ob sie die Merchantmen jetzt, wo die Hülle, also der Außenbereich quasi fertig ist, weiterbauen oder pausieren und andere Schiffe vorziehen. Und da will ich von meiner Seite aus ein kurzes Statement dazu abgeben, bevor wir dann hier weitergehen, falls es irgendwer von CRG sieht. Ich bin der Meinung, wenn man alte Schiffe hat, wie eine Orion oder eine Polaris oder so, dass es okay ist, dass man sagt, es gibt noch kein Gameplay dafür, die sind noch zu groß, pipapo, wir fangen die einfach noch gar nicht wirklich an. Bin ich völlig fein mit. Aber wenn man mit einem Schiff anfängt und das Schiff auch verkauft, dann kann man meiner Ansicht nach auf keinen Fall hergehen und sagen, oh, jetzt haben wir den Außenbereich fertig, lass es uns doch jetzt wieder mal beiseite legen für die nächsten 2, 3 Jahre oder wie lange auch immer und anderes priorisieren. Das ist aus meiner Sicht kein fairer Umgang mit der Community, die diese Schiffe gekauft hat und das Spiel und die Entwicklung finanziert. Ich weiß, dass die Merchantman natürlich noch nicht fertig sein wird mit den Händlern, mit diesen Geschäften und so weiter, aber das ist vollkommen fein. Gebt doch aber trotzdem nicht zwischendrin auf, beendet das, was ihr anfangt, macht die Merchantman fertig. Da sage ich es nicht, weil ich ein Merchantman-Fan bin. Diese Aussage gilt für alle Raumschiffe, die man irgendwie anfängt und dann auch bitteschön zu Ende bringen sollte. Ihr habt die Community geteasert, ihr habt die Community heiß gemacht auf das Schiff, ihr habt den Preis kräftig angehoben von 500 auf mittlerweile 650, denn sie ist jetzt wieder teurer geworden, um 50 Euro, was auch irgendwie okay ist. Aber dann baut sie doch bitte fertig und liefert endlich nach über 8 Jahren, oder 7 Jahren sind es, glaube ich,
dieses Schiff an die, die es gekauft haben und die, die es noch vorhaben, sich zu holen. Das ist mein Statement hier an der Stelle. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, falls irgendwer von CRG sieht. Meine Meinung ist natürlich nicht maßgebend, aber ich sage es hier einfach trotzdem. So, die Merchantman ist ein großes Händlerschiff. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben Shops drin, das ist quasi ein fliegender Kaufland. Wir haben Matic Bay an Bord, pipapo. Ein riesiges Multicrew-Schiff, im Prinzip auf Carrack-Niveau oder eigentlich sogar noch einen Ticken größer. Und sie soll später mal im Verse autark sein. Es ist wirklich so eine Art Mutterschiff, könnte man sagen, was einkauft und verkauft, was auf Planeten landet, dort seine Hallen öffnet für die Gäste, die dann reinkommen, die was kaufen können. Man verdient quasi am Kauf der, oder ja, an den Handlungen innerhalb des Schiffes mit. Und es gibt tolle Quartiere, es gibt Messebereich, es gibt alles. Also das ist wirklich ein super tolles Schiff. Guckt euch gerne mal im Stream nochmal die ganzen Sachen an. Da haben wir so eine Schiffstour gemacht mit den ganzen gereworkten Sachen und den neuen Sachen, die es davon gibt. Einfach mal reingucken. Ist relativ am Anfang, glaube ich. So, mehr gibt's vom Bahnhof noch nicht. Die Defender, die hat einen eigenen Hangar in der Merchantman oben drin. Der fällt sich dann so schön auf und dann kann ich da drin landen. So wie auch alle anderen Vehikel theoretisch, die eine ähnliche Größe haben wie die Defender. Aber der Merchantman Hangar, ganz wichtig, ist kein genormter Hangar. Das ist ein spezieller Hangar, der für die Defender gedacht ist, genauso wie bei der Pisces und der Carrack. Und hier ist es halt so, was passt, das passt. Das ist also nichts wirklich Genormtes, ne? So, Nummer 4 ist dann Hesperia. Hesperia ist besonders, weil wir haben ja quasi als feindliche Alienrasse die Vendul, das sind diese reptilienartigen Bösewichte. Und manchmal werden Schiffe von denen gecaptured, also die werden quasi gefunden und werden repariert und so weiter. Zum Beispiel die Vendul Scythe, die wird aber nicht wirklich verkauft. Aber diese Technologie ist bereits bekannt und die Hesperia als Hersteller, die bauen quasi diese Schiffe nach. Also das, was wir hier sehen, sind alles Nachbauten von den jeweiligen Alien-Schiffen. Zum Beispiel von der Vendul Blade oder von der Vendul Glaive. Diese könnt ihr übrigens nur kaufen, ihr seht es auch hier unten, wenn ihr den Arena Commander Pirates, nee, nicht Pirates Swarm, den Vendul Swarm komplett durchspielt im Multiplayer. Tipp von mir. Wir haben hier im Discord seit einiger Zeit jetzt eine Gruppensuche. Es ist jetzt, glaube ich, nicht ganz im Bild. Egal. Und da könnt ihr hier einfach gerne Gruppen erstellen. LFG, LFM und so weiter. Und könnt euch Gruppen bauen für zum Beispiel Arena Commander oder auch andere Dinge. Also kommt einfach ins Discord rein, nutzt das Tool aus, schreibt da rein, was ihr machen wollt. Und dann bildet sich davon ganz allein automatisch eine Gruppe nach einer gewissen Zeit. Ansonsten sind beides Kampfschiffe, sehr ähnliche Kampfschiffe, verschiedene Bewaffnung, aber nimmt sich eigentlich nicht allzu viel. Die Glaive ist einen Ticken größer, stärker bewaffnet, aber auch wesentlich schwerer. Und die Blade ist eher so wie eine Gladius zu sehen. Ne? Eigentlich ziemlich gleiche Flugeigenschaften, hat ein bisschen weniger Schaden, aber ja, ist eigentlich sehr ähnlich in normaler, leichter Jäger quasi. Und das ist hier eher der mittlere Jäger, steht auch so dabei. Fast schon schwerer eigentlich, muss man sagen. Es fehlt halt hier ein Geschützturm, aber sowas haben die Vendul halt nicht. Dann haben wir hier die Prowler. Das ist ein Tevarin-Raumschiff. Das ist die andere Alien-Rasse, die mittlerweile von der UEE ja, assimiliert wurde. Also die sind Teil des Reiches geworden. Die gibt es quasi nicht mehr. Und insofern ist also die Schiffstechnologie von den Tevarin jetzt auch bei der UEE zu haben. Über Hesperia. Ein großes Dropship. Ja, groß. Es ist ungefähr so wie eine Valkyrie zu sehen. Aber anders gebaut, anderes Design natürlich. Ist aber ähnlich stark, ist extrem mächtig für den Piloten, denn der hat eine Menge Feuerpower. Bis zu 1000 DPS sind hier möglich für eine einzige Person. Starke Panzerung, sehr, sehr dickes, robustes Raumschiff. So, und dann haben wir noch von ebenfalls den Tevarin die Talon und die Talon Shrike. Talon Würger heißt sie hier, ich mach mal kurz den Sätze aus. Talon Shrike. Das sind dieselben Schiffe, also einmal die Laser-Variante hier mit Size 4 Waffen dran. Und die Raketenvariante mit Size-2-Waffen dran, dafür aber besonders viele Raketen. Einfach mal ausprobieren, sind coole Dinge, kosten auch nicht allzu viel, sind auf dem Gladius-Niveau, passt eigentlich, sind doch mit die günstigsten Alien-Einsteigerschiffe. Und ebenfalls hier vorne gepanzert, die haben so eine tolle Cockpit-Panzerung quasi, man hat also quasi kein Glas. Und innen drin wird aber trotzdem alles durchsichtig gemacht, dass man quasi von innen rausgucken kann, aber nicht von außen rein. Ja, und als Warbond-Upgrade, habe ich gerade schon kurz angeteasert, haben wir die Bano Merchantman. Und da gibt es nun folgende Änderungen. Die Merchantman wird $50 teurer. Sie steigt also von 600 auf 650. Aber es gibt ein Warbond-Upgrade mit $50 Rabatt. Insofern
Wer möchte, kann sich nochmal den Preis quasi, den letzten aktuellsten Preis nochmal sichern und das Schiff zum noch günstigeren Preis quasi kaufen, ja. Die wird noch teurer werden. Ich tippe mal drauf, wenn die flugfähig ist, geht die locker hoch auf 800 oder sogar mehr. Das muss sie auch eigentlich bei ihrer Größe und bei ihrem Umfang, werden wir alles sehen. Ihr könnt euch ein Warbond-Upgrade auf sie sichern für die Warbond-Ketten. Ich empfehle hier von der M2 zu gehen, weil wir wissen noch nicht, was hier mit den Sachen wird. Hier ist es relativ sicher, dass der Preis sich nicht verändert und das Schiff ist ja auch flugfähig. Insofern würde ich das empfehlen. Heute also nichts mit 5 oder 6 Euro, leider, aber dafür ist es auch 50 Dollar oder 50 Euro wert. In der Warbond-Tabelle sieht es dann so aus, dass wir hier also insgesamt auf eine Bano Merchantman aktuell 155 Dollar sparen können. Mit anderen Worten, wir können, wenn wir alle Warbonds zusammen vernünftig gebaut haben, jetzt, Stand heute, die Bano Merchantman für 565 Euro inklusive Steuern kaufen über die Warbond-Ketten. Wird vielleicht noch günstiger werden im Laufe der nächsten Tage, je nachdem, was noch an Warbond-Upgrades reinkommt. Oder ihr sagt, nö, ich will gar keine Merchantman, ich will vielleicht, was weiß ich, eine Polaris haben, kann ja sein. Das geht auch. Oder ein Hammerhead. Ihr könnt nämlich einfach hier von der Merchantman von 56 dann weiter upgraden auf die Perseus, auf die Odyssey, auf die Nautilus, auf die Hammerhead, A2, Polaris und so weiter. Hull-E geht nicht mehr, also geht nur bis zur Polaris und nehmt dann quasi diesen Rabatt auf diese Schiffe mit. Also nette Geschichte. Mal gucken, was noch hinzukommt. Morgen oder heute ist ja Anvil-Tag. Mal sehen, was die im Petto haben an Warbonds. Ich bin sehr gespannt. Aber wir sind immerhin schon bei 23,8%. Es steigt wirklich kontinuierlich jeden Tag an. Und wie gesagt, ich denke mal, am Ende der IAE landen wir irgendwo bei 50% Gesamtrabatt. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Schauen wir mal. So, ansonsten ist nicht viel zu sagen zu den heutigen Alienschiffen. Es war heute relativ mau, muss man leider sagen. Wir gehen jetzt mal kurz auf die Messe. Wir schauen uns kurz die Schiffe einmal an und testen sie einfach mal aus. Die Alienschiffe sind generell cool, auch wenn heute, wie gesagt, nichts Besonderes Neues mit dabei war. Auch übrigens gar kein Skin, also nur die alten Skins wurden nochmal aufgewärmt. Da nochmal ein Tipp von mir. Ihr könnt bei uns im Discord, hier bei SC News, da der Channel, könnt ihr reingehen und da seht ihr immer, schon bevor es wirklich öffentlich ist, welche Sachen reinkommen in den Shop und welche rausgehen. Und da habt ihr auch dann direkt die Verlinkung hier dabei von diesem Store-Tracker. Beispielsweise könnt ihr hier sehen, okay, Harmony Paint, Platinum Paint. Also wer die Skins haben will, das ist die leichteste Möglichkeit über Discord, diese herauszufinden. Genauso wie die jeweiligen Schiffe. Einfach anklicken, zum Beispiel hier. Klick und dann seid ihr direkt bei dem Shop-Produkt und könnt den Preis sehen und sehen, wie es aussieht. Aber die Skins sind, wie gesagt, die alten, sind leider keine neuen heute hinzugekommen. So, kurzer Cut und dann sehen wir uns gleich auf der Messe. So, und da sind wir auch schon auf dem heutigen Messegelände. Wir sind heute wieder in der Zenithalle übrigens, also nicht die Apex, sondern die andere. Heute ist, glaube ich, relativ kurz hier abgefrühstückt. Wir haben hier eigentlich nur diesen Hauptraum und unten nochmal den Keller. Wir gehen mal kurz die Schiffe so ein bisschen durch und gehen auch mal rein. Heute haben wir ja keine großen Schiffe dabei. Morgen, zum Anvil-Tag wird es wieder deutlich mehr. Fangen wir mal an mit der Bano Defender. Das ist so ein bisschen eine Krabbe. Ja, die Bano, die haben quasi immer so aquatische Wesen als Vorlage für ihre Schiffe. Ne? Das ist eine große Krabbe. Wir haben bei einem Bano generell diese organischen Materialien. Also man sieht das so knochenartig und als wäre es hier quasi gewachsen. Wir haben zwei Betten an Bord und ein Doppelcockpit, ähnlich wie bei der Reliant-Serie. Nur halt, dass es hier nebeneinander ist. Wirklich schön gemacht. Und gut, man sitzt halt nicht wirklich mittig im Schiff, das muss man sagen. Aber das stört eigentlich so gut wie gar nicht. Hier ist ein bisschen Platz für ein paar Kisten und so weiter. Ansonsten normales Kampfschiff, ein Begleitschiff für die Merchantman, die leider nicht ausgestellt ist. Wirklich schade. Ich hatte sehr gehofft, dass sie sie hinstellen würden. Wenigstens die Hülle, dass man mal sie von außen sich angucken kann. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Die Flügel fahren bei allen Alienschiffen generell aus oder klappen sich hoch oder runter oder anderweitig. Hier in dem Fall, die gehen so ein bisschen nach vorne und dann gehen die quasi noch ein bisschen ran ans Schiff und dann sieht es auch sehr, sehr schnittig aus. Und der Skin ist hier normal, also dieses Gold-Schwarz ist standardmäßig bei der Bano Defender immer drauf. So, dann haben wir die Glaive, die Vendul Glaive oder die Esperia Glaive. Da kommt nochmal ein Rework, ist also noch ein sehr, sehr altes Modell, sieht man auch gut, sieht furchtbar aus, fast schon.
Sieht aber wiederum geil aus bei Nacht, weil sie ringsrum rot leuchtet und dann ganz, ganz dunkel wird. Sieht sehr, sehr eindrucksvoll aus. Bisschen wie so ein Batman-artiges Flugobjekt. Hat zwei große Knarren drauf hier an den Flügeln. Die sind sehr, 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 sehr stark. Und nochmal zwei kleine an den Seiten. Wie ihr seht, also unten quasi an der Nase dran. Und ist wie gesagt ein schwerer Jäger oder mittlerer Jäger mit schwerem Schaden, sagen wir mal so rum. Die nimmt gut gegnerische Schiffe auseinander. Also die haut gut rein, aber man muss auch wirklich gut treffen können. Wichtig dabei, ihr könnt bei diesem Schiff hier und auch bei der Vendul Blade, die hier vorne steht, nicht die Waffen wechseln. Die sind auch nicht gegimbelt. Das ist also wirklich so eine Art, ja, haut drauf Schiffsart. Muss man sich sehr mit einüben, aber es geht. Also die hauen schon gut raus. Die Blade ist ja ähnlich, hat aber ein bisschen leichtere Bewaffnung drauf, ist auch generell kleiner und schneller und wie gesagt manövrierfähig wie eine Gladius. Wurde auch vor kurzem ein bisschen gebufft und ein bisschen verbessert. Da gehen die Flügel ein bisschen auseinander, dass die mehr wie so ein, ja, so ein bisschen aggressiver quasi nochmal rüberkommt und hat eben generell diesen Vendul-Flair auch mehr. Ne? Die ist auch schon recht nah dran am späteren Rework. Die werden dann nochmal knochiger und noch ein bisschen reptilienartiger, noch ein bisschen böser aussehen und mehr von diesen, ja, typischen Vendul Anomalien haben. Also man sieht dann an der Rüstung, an der Panzerung quasi draußen dran, dass dann noch mehr solche Details später dabei sind. Das Reaver kann man uns auch anguckt im Stream. Schaut da also gerne rein. Da ist dann quasi ein 1:1 Vergleich alt gegen neu. Die neuen kommen aber wahrscheinlich erst mit dem Release von Squadron 42. Also rechnen nicht damit, dass sie in der nächsten Zeit kommen werden. Leider. Aber nun, so ist es. Fertig sind sie aber theoretisch. So, das wären also die Vendul-Schiffe. Die Vendul Scythe ist nicht ausgestellt, die kann man auch nicht kaufen, auch nicht leihen. Aber wenn ihr sie mal testen wollt, alle Imperator-Subscriber haben sie seit Ewigkeiten schon durchgängig und können die einfach benutzen. Ist aber extrem verbuggt und fliegt sich ultra beschissen aktuell. Also damit ganz, ganz vorsichtig sein. So. Dann haben wir, ja, die Kartual, das Xian-Schiff. Die Xian nehmen immer so ein bisschen Insekten als Vorlage für ihre Schiffchen. Ne? Sieht jedenfalls so aus. Also, ja, Insekten, ich weiß nicht, ist das das richtige Wort dafür? Es sieht auf jeden Fall sehr insektisch aus, sagen wir mal so. Wie gesagt, hier haben wir den großen Vorteil, dass das Schiff extrem manövrierfähig ist. Es ist wirklich das manövrierfähigste von allen. Hat aber auch eine große Hitbox, denn es faltet sich auf. Wenn ihr also abhebt, das ist hier der Landemodus, wenn ihr abhebt, dann sieht es aus wie ein großer Stern, der auf euch zukommt und ist es recht flach von der Seite her gesehen. Ist ganz eindrucksvoll, ist ein Singleplayer-Schiff, sind die generell alle hier und macht keinen großen Schaden, aber ist wie gesagt sehr mobil und das muss man eben auch entsprechend dann ausnutzen. So, dann haben wir von den Tevarin die Talon und die Shrike. Die haben, wie ich schon vorhin sagte, diese besonderen Cockpits dabei. Die Shrike ist die Raketenversion. Die Talon, die normale, ist die Laserwaffenversion. Sind keine starken Schiffe, sind eher so mittelgut aktuell. Manövrieren sich aber ganz vernünftig, haben noch ganz okayische Panzerungen, sind aber auch relativ schnell weggepustet. Also probiert es einfach mal aus. Es ist wirklich Geschmackssache. Jeder fliegt ja anders. Und wie ich immer sage, bei Dogfights, es ist eigentlich egal, wie hoch euer Schaden ist. Entscheidend ist, wie sich das Schiff manövriert und wie ihr mit der Manövrierbarkeit umgehen könnt. Und da ist jeder anders, jeder hat eine andere Vorliebe, fliegt anders. Deswegen einfach austesten und da werdet ihr sehen, ob euch das liegt oder ob ihr sagt, nee, eine Gladius ist besser oder eine Arrow ist besser oder was auch immer. Auf jeden Fall sind die preislich aber durchaus in einem kompetitiven Rahmen. Also kann man sich wirklich gönnen, während ja die Blade zum Beispiel da hinten oder hier die Glaive eigentlich absurd zu teuer sind für das, was sie können. Aber ich hoffe mal, dass es sich nochmal ändert und später dann die Rollen der Schiffe wirklich reinkommen. Denn was die Alien-Schiffe generell alle für Besonderheiten haben, ist oder sind, dass sie sich extrem gut manövrieren lassen sollen. Werden wir sehen, wie das dann später mal ausgehen wird. So, das letzte Tevarin-Schiff, was noch ausgestellt ist hier, ist die Prowler. Und da können wir auch mal reingehen. Da haben wir so einen, ja, schönen Innenraum, naja, mehr oder weniger schön. Es ist ein Dropschiff. Wir haben ja mehrere solche Drop-Sitze, sind es nicht so Drop-Stands eher, wo man sich so dran stellt später. Können wir auch machen hier, ne? Enter. Und dann hängen wir da so quasi so dran. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Mal gucken, ob ich jetzt die Kamera dafür auch ordentlich hinbekomme. Na, irgendwie nicht. Irgendwie bin ich halt unsichtbar. Also man hängt halt in dieser Sache drin und
kann dann sich dann quasi releasen und dann hier rausspringen. Das ist so die Idee des Schiffes, eigentlich eine coole Idee, denn wir haben diese roten Laserwände, wo man durchlaufen kann, die aber Sauerstoff halten. Das sind also Luftschilde und insofern kann also die Prowler irgendwie runterfliegen und die Truppen springen raus, machen ihre Invasion und die Prowler kann dann easy weiterfliegen. Ist stark gepanzert, Cockpit ist oben drin und ja, hat einen Turm, der vom Pilotensitz aus gesteuert wird. Sie hat noch eine normale Waffen dran. Sie macht auf jeden Fall eine verdammte Menge Schaden und ist auch für Singleplayer aktuell durchaus machbar. Waffentechnisch haben wir hier vorne eben, Außenansicht, haben wir hier vorne eben diese Deadbolt ballistischen Knarren drauf, also mit Munition, die hauen gut rein. Und oben ist dieser Geschützturm. Es ist aber ein bisschen verwurschtelt bei der Prowler. Das Seltsame ist, der Co-Pilot, der also hier unten drin sitzt, der hat die Kontrolle über diese Waffen, wenn er denn drin ist. Und der Pilot über den Remote-Geschützturm. Aber eigentlich müsste der Co-Pilot über den Remote-Geschützturm verfügen. Es ist ein bisschen seltsam gemacht, ist noch ein bisschen verbuggt. Sie hat auf jeden Fall noch solche Hover-Triebwerke hier. Das heißt, sie kann also auch recht gut über Planetenoberflächen drüber hovern und so ein bisschen sich davon abstoßen und dadurch sehr tief fliegen und sehr intensiv quasi an den hinter die feindlichen Linien kommen oder vorne an die Front kommen und da ihre Truppen absetzen. Aber ihr wisst ja, Dropschiff-Gameplay ist noch lange, lange, lange kein Thema in Star Citizen. Wir brauchen erstmal richtige Basen, wo man auch eine Invasion machen kann. Solange es die nicht gibt, wird es auch kein Dropschiff-Gameplay geben. Aber es wird irgendwann kommen und dann sind die Dropschiffe interessant. Ein wichtiger Hinweis hier. Die Dropschiffe, alle, haben diese besonderen Sitze. Oder bei der Prowler halt diese Standdinger. Und die unterscheiden sich von den normalen Sitzen dadurch, dass man bei normalen Sitzen nicht, später jedenfalls, in voller Montur sitzen kann. Das heißt, man muss also bei normalen Raumschiffen, mit normalen Stühlchen, sich ausziehen in einen Undersuit und in einer leichten Rüstung und dann, wenn man steht, aussteigen aus dem Sitz und dann anziehen. Während man bei Dropschiffen in der vollen Montur fertig ausgerüstet sitzen kann und nur darauf wartet, rauszuspringen, was das Entern oder was eben auch die Invasion deutlich beschleunigen kann. Das ist ein großer Vorteil, der später mal relevant wird. So, dann haben wir hier die kleinen oder hübschen Noxes stehen. Noxe, Noxine, Noxe, egal, also die Mehrzahl von Nox auf jeden Fall, die Hoverbikes einfach austesten. Macht riesengroßen Spaß, sind wundervoll für Racing, sehen cool aus, sehr schnittig, sehr schnell. 200 Meter pro Sekunde schaffen die, also über 700 km/h bei gerader Fläche. Absolut top, absolutes Top-Ding. Einziger Haken ist, ist nur eine Person. Aber das ist ja nicht schlimm, man kann ja mal so eine Bike-Tour machen mit einzelnen Vehikeln, das ist ja auch nicht so das Problem. So. Hier haben wir dann die Sandhog stehen, also wie gesagt, das ist quasi die stärkere Kartual, ja, die Kampf-Kartual könnte man sagen, 4 drehbare Haupttriebwerke, wie ihr seht, wird noch eine Weile dauern, bis die mal irgendwann im Spiel ist. Ich hoffe mal, dass sie die auch mal priorisieren irgendwann, weil wir haben, oder ich hätte jedenfalls gerne mehr Alienschiffe. Wobei ich jetzt kein großer Jäger-Fan bin, aber ich finde das Ding eigentlich ziemlich cool. Und wir haben hier auch 4 Waffen drauf, wie ihr seht. Ne? Also doppelt so viel wie bei der Kartual. Die wird schon ordentlich reinhauen, glaube ich. Ich finde die auch ziemlich cool von der Optik. Gefällt mir gut. So, dann haben wir... Warte, ich gehe mal kurz hier dran vorbei. Hier gibt es nichts zu sehen. Dann haben wir hier die Gattac Railen, die hier viel zu klein dargestellt ist. Die ist wie gesagt viel, viel größer. Hab vorhin das Bild gesehen. Mit ihrer hinteren Außenfracht. Und ja, naja. Viel kann man hier jetzt nicht sehen. Ist nicht in Produktion, ist irgendwann mal geplant. Ja, sag gleich noch was dazu. Und dann haben wir natürlich noch hier die Banu Merchantmen, wo sie aber ein sehr, sehr komisches Modell reingestellt haben. Verstehe ich gar nicht. Sie haben ja viel, viel bessere Modelle als das Ding hier. Hier fehlen ja auch die ganzen Texturen drauf. Die ganze Farbe fehlt. Das sieht irgendwie ultra scheiße aus, verglichen mit dem, wie sie eigentlich aussieht. Finde ich ein bisschen komisch, ist sehr, sehr seltsam. Aber ja, guckt euch, wie gesagt, mal gerne das... den Stream an oder geht mal auf YouTube und gibt ein Knebel Merchantman Rework, da habt ihr auch das Video davon, wo man wirklich sieht, wie weit sie schon damit sind. Das ist, glaube ich, ganz interessant.
Dagegen ist das ja wirklich ziemlich lächerlich, was sie hier reingestellt haben. Kann ich gerade nicht so ganz nachvollziehen. Generell muss ich noch mal eines hier an der Stelle sagen. Ich würde mich freuen, wenn CRG bezüglich neuer Raumschiffe eine andere Philosophie verfolgen würde. Aber das ist nur meine Meinung. Ihr könnt ja eure in die Kommentare schreiben. Ich fände es schön, wenn sie es so machen würden. Wenn man ein neues Schiff ankündigt, ein Concept Sale macht, dann sollte dann klar sein, dass an diesem Schiff die nächsten 6, 12, wie auch immer Monate lang gearbeitet wird und dann kommt es. Ich bin kein Fan davon, dass man irgendwas ankündigt als Concept und dann aber nichts damit macht, sondern einfach das beiseite legt und irgendwann mal vielleicht kommt es raus unter dem Motto. Das gefällt mir überhaupt nicht. Sie sollten das so machen wie jetzt bei der Spirit-Reihe. Die Spirit-Reihe haben sie angekündigt, wird direkt dran gearbeitet. Ich hoffe, dass diese Philosophie generell für alle neuen Konzeptschiffe von Star Citizen gilt. Mit Ausnahme natürlich von Konzeptschiffen, die eine Gameplay-Mechanik folgen, die erst in langer Zukunft mal reinkommt. Ne? Aber gerade die Gattak Raylan ist halt ein Frachter. Die hätte schon längst im Spiel sein müssen. Die gibt es auch jetzt schon, glaube ich, 2 Jahre bald. Als Concept Sale. Und wir wissen nichts darüber. Das ist wirklich keine schöne Sache. Das gefällt mir nicht. Aber ihr könnt ja mal eure Sicht dazu in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Und dann schauen wir uns heute um 16 Uhr auf Twitch Anvil an. Mit der neuen Medic Pisces, die wohl kommen wird. Und vielleicht noch was anderes. Mal sehen, was Jax heute macht. Ob er heute in Richtung Wurmloch kommt oder nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Danke fürs Zuschauen. Achso, und giveaway-technisch haben wir heute im Stream wahrscheinlich zweimal eine Medic Pisces oder eine Medic Pisces oder was anderes. Also es werden auf jeden Fall 2 Sachen sein, auf die ihr euch freuen könnt. Und ich würde sagen, bis nachher 16 Uhr im Stream. Und ciao. 65 degrees last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the moon?